Heute in diesem Video schauen wir uns mal die Alternativen zur Option zur Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft an. Im vorherigen Video haben wir uns angeschaut, dass ja Personenhandelsgesellschaften sich jetzt besteuern lassen können wie Kapitalgesellschaften. Welche Alternativen ich dazu habe, schauen wir uns aber jetzt mal ein bisschen näher an. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köper Steuerberatung und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Im vorherigen Video haben wir uns die neue Möglichkeit angeschaut, als Personenhandelsgesellschaft uns nach § 1a des Körperschaftssteuergesetzes zur Optierung zur Kapitalgesellschaft, also ich kann mich besteuern lassen wie eine Kapitalgesellschaft, also die Option zur Körperschaftssteuer. Welche Vor- und Nachteile das hat, eher mehr Nachteile, schau dir das nochmal genau an. Das Video blenden wir jetzt hier oben ein. Heute in dem Video befassen wir uns mal mit den Alternativen zur Optierung, weil die Option zur Körperschaftssteuerbesteuerung ist oft nicht zu empfehlen und dafür, da fallen auch nur ganz, ganz kleine, eine ganz, ganz kleine Zielgruppe drunter. Und was kann ich da jetzt als Alternative wählen? Das fokussieren wir heute mal in diesem Video. Und zwar habe ich meines Erachtens zwei Alternativen zur Optierung, die auch ihre Vor- und Nachteile haben. Die erste Möglichkeit ist, zur Alternative zur Option, ich kann die Tesaurierungsbegünstigung nutzen nach 34a des Einkommensteuergesetzes. Diese Möglichkeit habe ich schon immer, und zwar, wie funktioniert die Tesaurierungsbegünstigung? Ein Vorteil schon mal gegenüber der Option, das können nicht nur Personenhandelsgesellschaften machen, sondern das kann auch der Einzelunternehmer machen oder die GbR. Also hier habe ich schon mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, da muss ich nicht nur eine Personenhandelsgesellschaft sein. Wie funktioniert die Tesaurierungsbegünstigung? Und zwar kann ich da einen Antrag stellen bei meinem Wohnsitzfinanzamt, dass ich eben besteuert werde, ähnlich wie an der Kapitalgesellschaft. Und zwar wird da auf meine nicht entnommenen Gewinne, also auf den Gewinn, den ich tesaurieren lassen kann, also auch hier wieder ein Vorteil, ich kann das der Höhe nach begrenzen. Ich kann sagen, ich habe 500.000 Gewinne, ich will aber davon jetzt nur 300.000 tesaurieren. Und dann werden die auch nur mit 28,25% versteuert. Und erst wenn ich sie irgendwann später mal entnehme, was jetzt so eine Nachversteuerung alles auslösen kann, sprechen wir gleich an, dann kommt es zur nochmaligen Besteuerung von 25%, also ähnlich wie bei der GmbH. Ich habe hier aber auch keinen Antrag stellen auf Teilangebotsverfahren, sondern es bleibt bei den 25. Also ich werde dann, wenn ich es irgendwann entnehme, einfach nochmal besteuert, die Nachversteuerung, ähnlich wie dann bei einer GmbH. Und da habe ich leider nicht so viele Möglichkeiten, weil ich eben bei den 25% bleibe. Aber Vorteil gegenüber der Option, ich kann diesen Antrag jedes Jahr stellen. Also ich kann das jedes Jahr bestimmen, ich muss es auch nicht machen, ich habe hier keinen unwiderruflichen Antrag, der muss dann für die nächsten 7 Jahre mindestens laufen, damit ich hier kein steuerliches Chaos produziere, sondern ich kann jedes Jahr sagen, ich tesoriere jetzt mal 100.000, hier tesoriere ich jetzt mal alles, im nächsten Jahr tesoriere ich gar nichts. Also ich kann das jedes Jahr gestalten, also ich bin hier viel, viel flexibler. Und ganz wichtig, wann stelle ich denn diesen Antrag? Bei der Option haben wir uns ja gemerkt, da muss ich den Antrag stellen, im Jahr vorher, also mindestens einen Monat vor Beginn des Wirtschafts- oder Kalenderjahres. Bei der Tesaurierungsbegünstigung, da stelle ich den Antrag, wenn das Jahr schon vorbei ist, also wenn ich den Abschluss oder die Steuererklärung einreiche. Das heißt, da weiß ich dann, wie hoch mein Gewinn ist und dann kann ich auch der Höhe nach das begrenzen. Also ich kann dann hier, muss dann hier nicht vorab den Antrag stellen, sondern ich mache das erst danach, wo ich auch sehe, ob ich wirklich dann Gewinne erzielt habe. Denn bei der Option ist, wenn ich diesen Antrag stelle und dann Verluste sogar mache, ja, dann ist die ja sogar nachteilhaftig, weil ich kann die Verluste nicht mehr mit meinen anderen Einkünften verrechnen, weil ich bin ja da wirklich wie in einer GmbH fiktiv, sage ich mal. Und bei der Tesaurierungsbegünstigung, wenn ich Verluste habe, dann werde ich sie natürlich nicht ziehen. Also hier bin ich viel flexibler, ich kann die begünstigte Besteuerung eben der Höhe nach begrenzen und ich kann den Antrag jedes Jahr stellen, wie ich will und vor allem auch erst im Nachhinein. Und wichtig auch, hier wieder ein Vorteil zur Option, ich kann diesen Antrag auch für jeden Gesellschafter gesondert stellen. Also den müssen wir nicht einheitlich stellen, sondern ich kann den hier jeweils gesondertlich stellen. Ich habe dann auch nicht die Problematik mit dem Sonderbetriebsvermögen, also ich bleibe dann auch wirklich eine Personenhandelsgesellschaft, also auch wenn ich Grundstücke dann übertrage, sind die anteilig dann grunderwerbsteuerfrei in dem Anteil, wo ich auch beteiligt bin. Wenn ich zur Option optiere, dann und dann Grundstück übertrage in meine Personenhandelsgesellschaft, ist es ja wie eine GmbH und dann muss ich hier auch Grunderwerbsteuer zahlen. Also ich bin hier einfach flexibler, ich bleibe eine Personenhandelsgesellschaft, also ich habe hier nicht so diese Mischformen, dass ich in manchen Steuerarten wirklich noch eine Personengesellschaft bin oder im Zivilrecht
und in anderen Steuerarten bin ich dann wie eine GmbH, sondern hier bleibe ich eine Personalgesellschaft. Ich kann eben hier den Gewinn der Höhe nach dann nur begrenzen. Was löst jetzt so eine Nachversteuerung aus bei der Tesorierungsbegünstigung? Ja, die Nachversteuerung wird eben ausgelöst, wenn ich mehr entnehme, also wenn ich zu viel entnehme, dann kann ich so eine Nachversteuerung auslösen. Mit 25% wird die dann besteuert, aber nicht nur die hohen Entnahmen werden lösen die Nachversteuerung aus, sondern auch wenn ich auf Antrag freiwillig die Nachversteuerung auslöse, das kann ich auch einfach sagen, ich möchte die jetzt auf Antrag nachversteuern, kann ich jederzeit machen. Aber auch wenn ich meinen Betrieb veräußere oder die Betriebsaufgabe erkläre, dann wird auch die Nachversteuerung automatisch ausgelöst. Oder wenn ich optiere oder wenn ich den Antrag stelle, dass ich von der Bilanz zu Einnahmeüberschuss wechsle, also die Gewinnermittlungsart ändere, dann wird es auch nachversteuert. Oder auch, es wird auch nachversteuert, wenn ich in eine GmbH umwandle. Also hier muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich so eine Tesorierungsbegünstigung genutzt habe und vielleicht mich irgendwann so entschließe, ganz in die GmbH umzuwandeln, ist das ein schädlicher Vorgang. Das würde die Nachversteuerung auch auslösen über das Umwandlungssteuerrecht, einen Formwechsel oder eine Einbringung nach Einzelrechtsnachfolge. Je nachdem löst das Nachversteuerung aus. Wenn ich aber umwandle in eine andere Personengesellschaft, das würde keine Nachversteuerung auslösen. Was aber auf jeden Fall auch eine Nachversteuerung auslöst, ist, wenn ich optiere zur Körperschaftssteuer. Also hier muss ich höllisch aufpassen, habe ich im vorherigen Video schon gesagt. Wenn ich jetzt diese Tesorierungsbegünstigung nutze und sage, hey, jetzt kann ich ja sogar ganz optieren zur Kapitalgesellschaft und noch mehr Vorteile nutzen, dann muss ich auf einen Schlag alle tesorierten Gewinne nachversteuern, denn das ist ja ein fiktiver Formwechsel und das ist dann wie eine Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft, also ein schädlicher Vorgang für die Tesorierungsbegünstigung. Also hier sollte ich höllisch aufpassen. Nachteil der Tesorierungsbegünstigung ist, ich habe unter Umständen eine höhere Steuerbelastung, weil ich muss mit 28,25% den Gewinn ja tesoriert besteuern und wenn ich nachversteuere, auf jeden Fall auch nochmal mit 25%. Ich habe hier kein Wahlrecht zum Teilangebotsverfahren, ich kann hier nicht gestalten. Das heißt, ich habe hier definitiv auch eine höhere Steuerbelastung, wie als wenn ich komplett in die GmbH wandle oder auch bei der Optierung. Aber Vorteil der Tesorierungsbegünstigung ist zur Optierung, ich habe hier bin viel flexibler, ich kann den Antrag jedes Jahr neu stellen, ich kann ihn für jeden Gesellschafter einzeln stellen, ich habe hier keinen fiktiven Formwechsel mit einer 7-jährigen Sperrfrist, ich kann, wenn ich Verluste erziele, die mit meinen anderen Einkünften verrechnen, also hier sollte ich wohl eher dann die Tesorierungsbegünstigung nutzen, die hat ein bisschen mehr Vorteile gegenüber zur Optierung. Aber wenn ich mich dazu entschließen will, dass ich wirklich nachhaltig wenig Steuern zahlen will, dann ist die zweite Alternative zur Option vorzuziehen und dies meines Erachtens auch die beste Möglichkeit, um die Steuern nachhaltig zu senken. Und zwar kein fiktiver, sondern der echte Wechsel in die GmbH. Also ich stelle nicht den Antrag und habe dann die ganzen Besonderheiten und bin so eine Mischform zwischen Personengesellschaft im Zivilrecht und steuerlich dann aber wie eine Kapitalgesellschaft mit 7-jähriger Sperrfrist und alles, was dazugehört, sondern ich sage, hey, ich schließe mich jetzt dazu, komplett umzuwandeln. Also ich kann als zweite Alternative zur Option natürlich auch den richtigen Formwechsel, also die richtige Umwandlung in die GmbH machen nach dem Umwandlungssteuergesetz und das geht auch unter Umständen komplett steuerfrei zum Buchwert und ein Riesenvorteil gegenüber der Option, ich kann da sogar 8 Monate rückwirkend machen. Die Option ist ja nur ein fiktiver Formwechsel mit allen Folgen, aber ich kann das Ganze nicht rückwirkend machen, ich muss es im Vorhinein entscheiden. Wenn ich mich aber dazu jetzt entschließe, hey, ich will auch besteuert werden wie eine GmbH, dann kann ich das jetzt auch noch im Jahr 2022 zum Beispiel beschließen und kann jetzt bis zum August, also 8 Monate habe ich Zeit, sagen, hey, ich wandle rückwirkend um in eine GmbH. Das geht bei der Option eben nicht, das muss ich im Vorhinein machen fürs Folgejahr dann. Und dann bin ich aber auch wirklich eine GmbH, also ich habe dann auch hier keine Mischform, das heißt in manchen Rechts- oder im Gesellschaftsrecht eine Personengesellschaft und in anderen Steuerarten dann wieder wie eine GmbH, sondern ich bin hier dann wirklich die GmbH und zahle dann hier auch, habe natürlich auch alle Vorteile der GmbH und bin aber auch zivilrechtlich eine GmbH, also habe dann auch die weiteren Vorteile und bin hier einfach strukturiert und habe das ein bisschen besser gestaltet. Also die zweite Option zur Optierung ist eben der richtige Formwechsel in die GmbH, der sogar bis zu 8 Monate rückwirkend geht. Also wenn ihr euch jetzt entschließt oder dieses Jahr läuft gut oder ihr sagt, hey, wir haben schon gute Gewinne, ich will jetzt rückwirkend eine GmbH sein, dann geht das, dann müsst ihr dann die richtige Umwandlung machen und das ist meines Erachtens die beste Alternative zur Optierung. Wenn ihr nachhaltig hohe Gewinne habt und sagt, wir wollen besteuert werden wie eine Körperschaft, dann macht gleich den Switch, also den richtigen Switch, die Optierung oder auch die Tesorierungsbegünstigung sind da meines Erachtens nicht vorzuziehen, weil man da viele, viele Nachteile hat, vor allem wenn man so eine Nachversteuerung auslöst in der GmbH, habe ich es einfach
direkt in die GmbH umgewandelt. Ich bin auch rechtlich eine GmbH und die Nachversteuerung der Gewinne, die kann ich steuern und auch steuerlich wieder gestalten. Denn wenn ich Gewinne aus einer GmbH rausnehme, da muss ich nicht immer 25% Kapitalertragssteuer zahlen, sondern da habe ich unter Umständen noch viel, viel mehr Möglichkeiten, auch wenn ich dann eine sogenannte Holdingstruktur aufbaue, vielleicht mit der Stiftung drüber. Wie das funktioniert, habe ich in einem Video schon mal erklärt. Schaut euch das hier an. Aber hier kann ich die Steuerlast nachhaltig wirklich senken und auch die Gewinne irgendwann wieder rausnehmen, ohne nochmal 25% Kapitalertragssteuer zu zahlen, sondern unter Umständen deutlich, deutlich weniger, wenn ich hier steuerlich gestalte. Zusammenfassend kann man sagen, als Personenhandelsgesellschaft kann man sich jetzt ja besteuern lassen wie eine GmbH. Also ich kann optieren zur Körperschaftssteuer nach 1a Körperschaftssteuergesetz. Das hat aber einige Nachteile auch mit sich und es gibt zwei Alternativen zur Optierung. Und zwar kann ich einmal die Tesaurierungsbegünstigung nutzen, die viel, viel flexibler ist wie die Option, also die Option zur Besteuerung wie eine Körperschaftssteuer. Oder die zweite Alternative ist, ich kann den richtigen Formwechsel, also die richtige Umwandlung gleich zur GmbH machen. Dies meines Erachtens auch die beste Alternative, wenn ich wirklich nachhaltig hohe Gewinne habe und in die GmbH wechseln will, dann wandelt gleich in die GmbH um. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert auf jeden Fall auch den Kanal und die Glocke aktivieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr eure Steuern optimal steuert oder ihr habt eine Personenhandelsgesellschaft, seid eine Personengesellschaft und wollt vielleicht die Tesaurierungsbegünstigung nutzen oder gleich den Switch zur GmbH machen, also ihr wollt euch mal ausrechnen lassen, wie ihr eure Steuern noch ein bisschen besser aufstellen könnt, dann schickt uns jetzt eine Anfrage an anfrage@koeber.de. Die Kontaktdaten, die seht ihr jetzt hier unten eingeblendet und lasst auch eure Steuern von uns in Zukunft optimal steuern.